bevor wir ja mit Stream und alles anfangen, möchte ich einmal ganz, ganz großes Dankeschön an alle sagen, die anwesend sind und die auch gerade nicht anwesend sind. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Vielen, vielen Dank für ein fantastisches Jahr 2018. Wir haben auf Twitch wieder vieles erreicht, würde ich sagen. Also ich habe ja immer so zum Jahresanfang meine... Ja, Ziele will ich jetzt nicht sagen, aber meine, was ich mir so vornehme im Kopf, das verrate ich ja immer keinem, was so die Pläne für das Jahr sind. Und ich muss sagen, wir haben alles erreicht, bis auf die Partnerschaft, aber die ist ja bei mir auch, ich sag jetzt mal, ich würde mich über eine Twitch-Partnerschaft freuen, aber die steht nicht im Vordergrund. Mit Sicherheit hätte ich Streams so gestalten können, die Zuschauerzahlen so dermaßen hoch zu pushen, um die Voraussetzung für eine Partnerschaft zu schaffen. Aber ich habe keine Lust, Fortnite zu spielen und ich habe keine Lust, Minecraft zu spielen. Also es gibt ja gewisse Spiele, dort hast du einfach, wenn du schon eine gewisse Größe hast, auch dann die gewissen Zuschauer. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte ja, dass das so ist, wie es jetzt ist, dass die Community homogen und langsam wächst, dass man sich kennt und in der Community, dass man miteinander gut auskommt und nicht so ein, ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, dass das... hast dann halt Haufen Leute im Stream, die vielleicht gar nicht zu einem passen, nur weil du auf Zwang irgendwas spielst, um die Zuschauerzahlen hochzudrücken. Das möchte ich gar nicht. Deswegen ist die Twitch-Partnerschaft noch ein Stückchen weg, aber mir ist das halt so lieber als andersrum. Und ich möchte aber einfach an die Leute, die dieses Jahr dazugekommen sind, an die Leute, die schon seit 2 Jahren dabei sind, die mich... wie ihr mich alle unterstützt und einfach mal Danke sagen für den ganzen Support, den ich erhalte, ob das jetzt ein Bit ist, ein Cheer ist, ein Trinkgeld ist, ein Sub ist, das ist Jacke wie Hose, der Wert des Ganzen, der Gedanke zählt und es ist einfach fantastisch, wie ich unterstützt werde, ohne den ganzen Kram, ohne eure Anwesenheit, ne, die ist ja schon Support genug im Endeffekt, wäre das Ganze ja auch nicht möglich oder würde halt nur halb so viel Spaß machen und vielleicht hätte ich dann schon aufgehört, man weiß es nicht, ne? Wenn keiner zuguckt, ne? Was soll ich mich hier abhampeln? Ich freue mich bei jedem Stream aufs Neue, dass ihr da seid und fragt mich auch nach 2 Jahren immer noch oder nach 2,5 sind es ja mittlerweile immer noch, was euch dazu bewegt, mir beim Spielen zuzugucken. Ich kann es nicht nachvollziehen, es tut mir leid, aber es ist schön, dass ihr da seid und ja, wie gesagt, also ich hatte ja so Sachen im Kopf. Wir haben es dieses Jahr wieder geschafft, wie auch letztes Jahr, 1000 Stunden zu streamen insgesamt. Über 1000 Stunden habe ich dieses Jahr gestreamt. Dafür kann ich nur Danke sagen, weil, wie gesagt, wenn ihr nicht da wärt, hätte ich das nicht gemacht. Und wir haben die 100.000 Kanalklicks geknackt. Das war auch so ein Ziel in meinem Hinterkopf. Das haben wir auch geschafft. Vielen, vielen Dank dafür. Und mein Ziel war es eigentlich sogar, das Jahr mit 2500 Followern abzuschließen. Wir haben das Ganze jetzt auf 3000 Follows, über 3000 Follows, noch kurz vor Jahresende. Ich kann nur Danke sagen für dieses Jahr und hoffe, dass das natürlich nächstes Jahr genauso weitergeht, dass ich euch nächstes Jahr weiterhin unterhalten kann, dass ihr auch nächstes Jahr immer noch einschaltet. Und da geht mein Telefon schon wieder. So, ich kann nur Danke sagen. Ich sag auch mal jetzt so allgemein vielen, vielen Dank an alle Raider und Hoster und ich möchte keine Personen im Speziellen sagen, weil ich dann am Ende wieder die Hälfte vergesse und dann fühle ich mich schlecht. Und auch wenn ich die Leute nicht mit Absicht vergesse, ist das dann immer blöd, wenn man so sagt, ach, ich bedanke mich bei dem und bei dem und bei dem und bei dem. Und dann fühlen sich andere Leute vielleicht zurückgestellt oder so. Deswegen einfach nur ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Und bevor ich mir hier noch weiter den Hals abquassel, wünsche ich noch, da ich das ganze Global rausschneide, wünsche ich schon mal allen, die das hier sehen, ein frohes und gesundes neues Jahr mit ganz viel Liebe und Glück. Und ich hoffe, ihr schaltet auch
in den folgenden Tagen, Wochen, Monaten, Jahren wieder ein.